Durch Glauben Sünde überwinden. Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Das Evangelium umfasst nicht nur die ewige Errettung unserer Seelen, sondern auch die gegenwärtige Errettung von der Macht der Sünde. Genauso wie wir glauben, dass Jesus auf Golgatha für unsere Sünden gestorben ist und wir deshalb niemals in die Hölle kommen, sollen wir auch glauben, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt wurde, wir jetzt neues Leben empfangen haben und der Heilige Geist uns die Kraft gibt, dieses Leben nun praktisch auszuleben. Römer 6, 4 und 6 und Römer 8, Vers 2. Warum sollen wir das glauben und entsprechend leben? Weil Gott es uns sagt. Und was er sagt, ist wahr. Die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 32. Hat der Sohn Gottes selbst gesagt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Wahrheit kennen und dadurch besser verstehen, was Gott aus uns gemacht hat. Du musst wissen, wer du in den Augen Gottes bist, beziehungsweise welche Stellung er dich gegeben hat, um auch entsprechend leben zu können. Vor deiner Bekehrung warst du ein Sklave der Sünde. Sie hat dich beherrscht und du musstest ihr gehorchen. Doch das ist jetzt vorbei. Warum? Weil du mit Christus gestorben bist. Gott sagt dir, dass du aufgrund dieser Tatsache aus dem Herrschaftsbereich der Sünde befreit worden bist. Und genau das sollst du durch lebendigen Glauben auch praktisch verwirklichen. Deshalb schreibt Paulus: Haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. Römer 6, Vers 11. Wir sollen uns nicht einfach nur wünschen, tot für die Sünde zu sein, sondern wir sollen es als eine gottgegebene Wahrheit annehmen und dementsprechend einfach nicht mehr auf die Versuchungen der Sünde reagieren. Gott selbst gibt dir das Recht dazu. Mit anderen Worten, lebe die Stellung aus, die Gott dir gegeben hat. Sei, was du bist. Du bist mit Christus gekreuzigt, das heißt, dein altes Leben ist zu Ende und jetzt lebt Christus in dir, weil du sein Leben empfangen hast. Die Identität eines Christen kann man mit zwei einfachen Worten beschreiben: in Christus. Römer 8, Vers 11. Sprüche 24, 16 sagt, denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Ein kleines, gläubiges Mädchen wurde einmal von einem Erwachsenen gefragt, was sie tut, wenn der Teufel an ihre Herzenstür klopft. Ihre Antwort war: Ich tue gar nichts, sondern schicke Jesus an die Tür. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Wir sollen nicht gegen die Sünde kämpfen, sondern wir sehen auf den Herrn, bitten ihn um Hilfe und überlassen ihm den Kampf. Dann ist der Sieg sicher. Wenn wir den Sohn Gottes lebendig vor Augen haben und auf ihn vertrauen, dann werden wir die sündige Welt, die uns umgibt, siegreich überwinden. Beeindruckend sind auch die herausfordernden Worte von Johannes. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? 1. Johannes 5, 4 und 5. Christian Briems schreibt dazu: In dem Maß, wie unser Glaube mit ihm beschäftigt ist, werden wir die Welt als einen Feind überwinden. Was für eine Kraft! Was für ein Geheimnis liegt in der Erkenntnis der Person Jesu, unseres Herrn!
dass wir uns doch mehr danach ausstreckten. Was könnte die Welt auch tun mit jemand, für den der Sohn Gottes alles ist? Vielleicht stellst du fest, dass deine praktische Erfahrung, der Versuchung nachzugeben, mit der Stellung, die Gott dir gegeben hat, der Sünde gestorben zu sein, oft nicht übereinstimmt. Dann besteht die Gefahr, aufgrund des Versagens zu denken, dass Gottes Wort hier nicht auf dich zutrifft. Doch das ist nicht wahr. Nicht deine Erfahrung, sondern die Wahrheit Gottes ist die Grundlage für deinen Glauben. Eine kurze, sinnbildhafte Geschichte kann dir vielleicht helfen, diesen Punkt etwas besser zu verstehen. Fakt, Glaube und Erfahrung balancieren auf einer hohen Mauer. Fakt geht den anderen beiden festen und sicheren Schritten voraus, während er weder nach rechts, nach links noch hinter sich schaut. Glaube folgt Fakt. Und alles geht gut, solange er seine Augen auf Fakt gerichtet hält. Doch in dem Moment, in dem Glaube hinter sich schaut, um zu sehen, wie es Erfahrung geht, verliert er die Balance und fällt von der Mauer. Und die arme alte Erfahrung, die vom Glaube abhängig ist, fällt direkt hinter ihm her. Was lernen wir daraus? Dass der Glaube auf Gott und die Fakten seines Wortes fokussiert sein muss und nicht auf unsere Erfahrungen, Gefühle oder unser Versagen. Ein Jude, der früher unter dem Gesetz lebte und sich dann zu Jesus Christus bekehrte, erzählt, welche Kämpfe er dabei hatte, als Christ ein heiliges Leben zu leben, nachdem er von Russland nach Deutschland gekommen war und dort Gläubige getroffen hatte, geschah Folgendes. Ich fand unter diesen Christen ein Streben und Ringen nach einer Heiligung des Fleisches. Die herrliche, kostbare Stellung, die der Gläubige in Christus besitzt und die mir Gott in meiner Einsamkeit in Russland in seinem Wort, besonders in den Briefen des Apostels Paulus, gezeigt hatte, wurde mir unter ihren Belehrungen getrübt und verdunkelt. Ich fing nun auch an, mein eigenes Ich, das heißt meine alte verderbte Natur, in sich heilig machen zu wollen und mich so wieder unter das Gesetz zu stellen. Da diese Arbeit vergeblich ist und mir natürlich misslang und ich keine Fortschritte der Fleischesheiligkeit bei mir entdeckte, wurde ich unglücklich und elend und machte schwere Zeiten durch. Ich befand mich in dem vom Apostel Paulus so sehr verurteilten Zustand der Galater und Kolosser und vertrat nicht mehr das reine biblische, sondern judaisiertes Christentum. Mein Blick war weggewandt worden von der vollendeten Stellung eines Christen in Christus und weggewandt worden von dem auferstandenen Christus selbst, der zu Rechten Gottes in der Herrlichkeit thront. Dafür war mein Auge nun auf mich selbst gerichtet worden, um mich mit meinem von Natur aus verderbten Herzen, meinem elenden armen Ich, dem alten Menschen zu beschäftigen, von dem doch wahr sein musste, was der Apostel Paulus aus eigener Erfahrung bezeugte. Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Römer 7,18. Mit Christus war ich, wie alle jene Christen, nur noch insofern beschäftigt, als dass ich ihn fast Tag und Nacht anrief, er solle mich doch in meinem Inneren heilig machen und mich von der in mir wohnenden sündhaften Natur befreien. Aber konnte er mich erhören, da sein Tod mich und alle Gläubige bereits am Kreuz von der alten Natur befreit hat? Lies Römer 6, Vers 6 und 7. Gewiss nicht. Unser alter Mensch ist mitgekreuzigt. Dies ist nicht das Ziel, das der Gläubige erst erreichen soll.
sondern eine Tatsache, die in Gottes Augen bereits für jeden Gläubigen geschehen ist, von der einsichtsvolle Gläubige ausgeht und die er nach Gottes Wort im Glauben ergreift. Deshalb sagt der Apostel: Haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. Römer 6, Vers 11. Wir, die wir des Herrn Eigentum sind, können deshalb durch den in uns wohnenden Heiligen Geist und im treuen Aufschauen zu ihm selbst, unserem Herrn, der zu Rechten Gottes thront, nicht nur den im Tod Christi mitgekreuzigten alten Menschen, die verdorbene Natur, im Tod halten, sondern auch allezeit im Neuen des Lebens, Neuheit des Lebens wandeln. Römer 6, 11 und 14 und Römer 8, 1 bis 16. Aber nie wird der alte Mensch des Christen heilig. Ich war so arm und unglücklich geworden, dass ich kaum noch wusste, ob ich Jude oder Christ war. Jedenfalls war das Christentum, das ich jetzt sah und hatte, fast nichts besser als das Judentum. Mein Herz hatte nichts gewonnen. Doch Gott erbarmte sich meiner und führte mich durch die Kraft und Klarheit seines Wortes und Geistes wieder zu der Einfalt gegenüber Christus zurück. 2. Korinther 11, Vers 3. Er zeigte mir, dass mein Platz und Teil vor ihm in Christus ist, dass ich in ihm bereits heilig und passend bin für das Anteil am Erbe der Heiligen, Kolosse 1, Vers 12, und jetzt schon eine neue Schöpfung, 2. Korinther 5, Vers 17, sein Kind und Erbe bin. Römer 8, 14 bis 16. Auch durfte ich sehen, dass ich ein Glied Jesus Christus bin, auf ewig eins mit ihm, so dass mich nichts mehr von ihm scheiden und mich niemand mehr aus seinen Händen reißen kann. Römer 8, 36 bis 38 und Johannes 10, 27, 28. In dieser seligen Gewissheit meiner herrlichen Stellung in Christus und meiner innigen und ewigen Zugehörigkeit zu ihm liegt die Kraft und der Beweggrund, dem Herrn zu gefallen und seine Heiligkeit nachzujagen, was ich nur dann erfolgreich tue, wenn er meine Freude ist und wenn mein Auge im Glauben treu auf ihn gerichtet bleibt. 2. Korinther 3, Vers 18. Seither ist mein Herz wieder glücklich und fähig, Gott, meinen Vater, in Geist und Wahrheit zu erheben und anzubeten. John G. Bellett sagt: Der Scham der Sünde ist vorbei, sobald sie begangen wurde. Johannes 8, Vers 32 lesen wir: Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Der Herr segne euch reichlich.